Da ganz konkret sind wir im Kinder- und Jugendzentrum Lehn, unser Stammhaus, die Spektrumzentrale. Der Verein Spektrum ist und macht, hat sich entwickelt aus der Geschichte, aber er macht soziale und kulturelle Angebote. Er kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die es nicht so einfach haben im Leben, um Familien, die wenig zum Leben haben, Menschen, die zu vielen Institutionen keinen Zugang haben, aus diversesten Gründen, und versucht mit ihnen gemeinsam, das ist ein wichtiges Prinzip, Dinge umzusetzen. Also sie an ihren Interessen abzuholen und für sie Räume zu schaffen. Räume draußen, Räume drinnen. Das größte Projekt, das bekannteste, das wir nächstes Jahr das 10-jährige Jubiläum feiern und zum 6. Mal stattfindet, das ist die Kinderstadt Mini Salzburg, wo wir praktisch alle diese Projekte, die wir das ganze Jahr in den Stadtteilen machen, in diesen kleinen Puzzlesteinen als großes Ganzes zusammenbauen, mitten in die Stadt transportieren, in die Eisarena, unsere Kinder, unsere unter Anführungszeichen, mit denen wir Beziehungen aus den Stadtteilen mit in die Stadt nehmen und dort für uns der spannendste Prozess abläuft, dass 1500 Kinder täglich Stadt spielen mit allen Facetten, die eine Stadt hat, mit allen Gesellschaftsschichten, die eine Stadt hat, mit allen Problemen, aber mit allen Visionen und Zukunftsfreuden, die eine Stadt hat, und das in Kinderhand. Beim Spielbeginn bekommt jedes Kind ein Startgeld von 8 Zaletti, der Währung von Mini Salzburg. Danach geht's ab zum Arbeitsamt. Es gab 400 bis 500 Jobs für ca. 1000 Kids. Wenn ihr mich wählt, werde ich das Arbeitsamt größer machen und dafür sorgen, dass schneller Jobs bekommt. Naja, ich würde den Martin Benedikt wählen. Ja. Und warum? Er senkt die Pizzapreise und erhöht den Lohn um einen Zaletti. Kinder eröffneten ein Casino, ein Standesamt, eine Gebärdensprachenschule, eine Streitschlichtungsstelle und eine Zeichenschule, die meinem Bruder Dominik gehörte, leider aber nach dem ersten Tag in Konkurs ging. Kommt das Programm?